willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle, ja, dritte Adventswoche. Ja, wir haben schon die dritte Adventswoche. Es ist unglaublich. Wenn ihr das hört, ist der 14. Dezember und ja, ein Zustand in Deutschland wieder, den ich natürlich nicht so toll finde, aber so what? Darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr das Wochenende genießen konntet und möchte allen voran direkt noch einen kurzen Werbeblock machen. Und zwar wird es am Samstag, den 19.12., also kommenden Samstag, ein Webinar geben von mir. Ich habe das jetzt schon zweimal angekündigt, aber ich kündige es immer wieder an, weil ich weiß ja nie, wer so zuhört, den ich vielleicht noch nicht kenne oder der mich noch nicht kennt. Und am Samstag wird es ein Webinar geben zum Thema Jahresreflexion und Jahresplanung. Und nein, es wird nicht darum gehen, bei der Jahresreflexion darüber nachzudenken, wie unfassbar beschissen das Jahr war. Sondern wir werden natürlich auf positive Dinge schauen, wir werden auf Dinge schauen, die wir gelernt haben. Also jeder für sich natürlich. Und bei der Jahresplanung geht es auch nicht darum, einfach nur Vorsätze aufzuschreiben. Also wer sich mit dem Thema Jahresreflexion, Jahresplanung gerne etwas näher beschäftigen möchte, darf gerne zu meinem Webinar kommen. Das findet dann um 18 Uhr statt am 19. Und man kann sich bei mir anmelden, einmal per E-Mail an saskia.worf@icloud.com oder ihr schreibt mir eine PN, also eine Direktnachricht auf Instagram oder Facebook mit eurer E-Mail-Adresse. Auch das ist möglich. Und dann setze ich euch auf die Liste. Dann gibt es einen Link am 15. Bis zum 15. kann man sich noch bei mir anmelden, sprich bis morgen. Genau, also wenn ihr das hört, habt ihr noch gute 24 Stunden Zeit, euch bei mir anzumelden. Und da freue ich mich natürlich wahnsinnig über jeden. Es ist auch nicht nur für Studierende. Und ja, es ist jeder herzlich willkommen, ob Schüler, Student, Studentin, Schülerin, Angestellte, Selbstständige, alt und jung, es ist alles willkommen. Es geht hier überhaupt nicht um Studienplanung, sondern wirklich, ich wollte es mal ausprobieren und es wird auf Zoom stattfinden. Genau, das sind so die Infos, die ich noch dazu geben wollte. Und es wird passend zu diesem Thema nächsten Montag eine Podcast-Folge geben. Das heißt, für alle, die jetzt am Samstag nicht können, die aber vielleicht gerne teilgenommen hätten, keine Angst, das Wissen, was ich da im Webinar im interaktiven, praktischen Webinar mit den Teilnehmern teile, wird es auch am Montag in der Podcast-Folge geben. Natürlich in einer etwas abgeschwächten Form, aber der Inhalt wird der gleiche sein und die Tools werden die gleichen sein und ich werde auch einen Blogartikel passend dazu hochladen. Also keine Angst, es wird jeder auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, dieses Wissen zu konsumieren, aber das Webinar wird auf jeden Fall eine etwas interaktivere Form. Ich freue mich da auch sehr drauf, dass auch Fragen gestellt werden können, dass man sich austauschen kann. Das ist natürlich alles, was ich im Podcast nicht kann oder im Blogartikel. Da gibt es natürlich eine Kommentarfunktion, aber das ist jetzt nicht so, wie wenn man im Zoom-Meeting zusammen ist und wirklich über diese Themen reden kann. So, damit wäre der Werbeblock beendet. Heute soll es um das Thema Stärken und Schwächen gehen. Ich will auch heute keine lange Folge machen, sondern ich möchte ein paar Anstöße geben und ein paar Gedanken zu dem Thema. Und zwar die allererste Frage, die sich jeder stellen darf, der jetzt zuhört, ist, was sind meine Stärken? Das fragen wir uns meistens viel zu selten. Wir gucken eigentlich den ganzen Tag immer darauf, was wir alles nicht können. Wir gucken immer darauf, dass wir nicht so gut sind, was unsere Schwächen sind. Wir sind sowieso in so dieser Leistungsgesellschaft, nicht nur in Deutschland, aber grundsätzlich in dieser Leistungsgesellschaft darauf getrillt worden, möglichst viel die Schwächen auszumerzen und möglichst früh zu versuchen, aus den Schwächen Stärken zu machen. Vielleicht kennt ihr auch dieses Sprichwort, dass man irgendwie seine Schwächen zu seinen Stärken machen soll. Aber ich persönlich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, denn das ist immer mit sehr viel Energie verbunden. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist, dass man erstens seine Stärken stärkt und dass man weiß, was seine Stärken sind und dass man die auch nutzt. Und das ist natürlich super individuell. Das ist bei jedem anders. Und das finde ich gut so. Denn genau deswegen sind zum Beispiel Teamarbeit oder Teamwork auch so spannend dann, weil es halt jeder hat so seine Stärken, die er mit in die Gruppe reinbringt oder mit in ein Projekt reinbringt. Und wenn jeder immer alles irgendwie ganz gut macht, aber niemand in wirklich etwas richtig gut ist, dann hat man halt auch wieder so ein Durchschnittsding.
Und ich persönlich finde, dass man sich diese Frage gerne mal stellen darf. Also ihr dürft jetzt auch die Fragen, es kommen heute ein paar Fragen und ihr dürft, wenn ihr diese Podcast-Folge jetzt hört und nicht am Auto fahren oder am Zug fahren oder so seid, und wirklich zu Hause seid, euch gerne ein Blatt Papier nehmen, diese Fragen aufschreiben und auch einfach stoppen und dann vielleicht schon mal was aufschreiben, was einem dazu einfällt. Da kann man einfach mal intuitiv gucken, was kommt. Wenn euch selber nichts kommt, also wenn jetzt die Frage, was sind meine Stärken, wenn da jetzt nicht viel rauskommt bei euch, dann fragt mal euer Umfeld. Fragt mal eure beste Freundin, euren besten Freund oder gute Freunde, die ihr habt in eurer Clique. Fragt eure Eltern, fragt Familienmitglieder, Oma, Opa oder so. Fragt euren Hauptfachlehrer, eure Hauptfachlehrerin oder Lehrer, mit denen ihr euch gut versteht. Also Menschen, die euch wichtig sind, mit denen ihr auch Kontakt, viel Kontakt habt und die euch gut kennen. Fragt diese Menschen mal, sag mal, was findest du sind eigentlich meine Stärken? Das ist sozusagen Schritt 2. Ich persönlich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man auch seine eigenen Stärken an sich erkennt und auch ganz klar formulieren kann, ich bin gut in oder ich kann das und das gut. Wir haben nämlich auch in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, also ich bin ja noch nicht so lange auf dieser Welt, aber grundsätzlich haben die Menschen gelernt, dass es, also ich sage jetzt einfach mal so ein paar Sätze, Eigenlob stinkt. Oder dass man halt irgendwie, wenn man über sich selber positiv redet und dass man irgendwie sagt, was man gut kann, dass man als arrogant bezeichnet wird oder dass man als eingebildet bezeichnet wird. Und ich weiß nicht, wie es euch ging in der Schulzeit. Mir ging das sehr, sehr oft so, dass wenn ich zum Beispiel dann irgendwie gesagt habe, ich bin gut in Musik und ich bin gut in den Instrumenten, die ich spiele und ich das oft natürlich auch als Kind nochmal ein bisschen anders formuliert habe, wie ich das heute als Erwachsene kann. Aber grundsätzlich wusste ich damals schon, dass ich das einfach verdammt gut kann. Dass ich ganz oft mit diesem Satz konfrontiert wurde, ja, sei mal nicht so eingebildet. Und auch das ist überhaupt kein Vorwurf gegen die Menschen, die das damals gesagt haben. Im Gegenteil, ich habe heute einfach Mitgefühl für diese Menschen, dass sie damals nicht akzeptieren konnten, dass jemand seine Stärken nicht nur kennt, sondern auch darüber redet. Das ist nämlich dann Schritt 2, wenn man sogar darüber redet. Also der erste Schritt für euch ist jetzt, ihr stellt euch diese Frage, was sind meine Stärken? Und wenn ihr nicht so viel wisst, fragt ihr euer Umfeld. So, Frage Nummer 2. Könnt ihr einfach auf dem Zettel auch weiterschreiben. Was sind denn meine Schwächen? In was bin ich denn nicht so gut? Da wird wahrscheinlich bei den meisten jetzt eine ganz schöne Latte kommen an Dingen, die, von denen ihr denkt, dass sie eure Schwäche sind. Wir kommen gleich zu der Auflösung dieses Satzes, aber schreibt einfach mal auf. Da werden jetzt bestimmt einige Dinge kommen, zum Beispiel, ich bin ungeduldig oder ich bin unordentlich oder ich kann nicht gut kochen oder weiß der Geier, was da alles bei euch kommt. Also wie gesagt, sehr individuell, schreibt das mal auf, was sind eure Schwächen. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr dafür euer Umfeld braucht. Ich vermute eher, dass diese Frage relativ schnell selber beantwortet ist. Weil man das ja sehr gut kann. Man kann sich selber sehr oft sagen, was man alles nicht kann und was man alles nicht so gut ist und woran man noch arbeiten soll. Und ja, bitte jetzt nicht in diesen Selbstoptimierungswahn fallen, von wegen, ich muss jetzt alles, was ich nicht gut kann, gut können. Das ist nämlich leider auch nicht möglich. So, wenn ihr diese zwei Fragen beantwortet habt, ihr könnt zum Beispiel natürlich das in Spaltenform machen, dass ihr einfach euch so zwei Spalten macht. Auf die eine Seite macht ihr eure Stärken. Und auf die andere Seite eure Schwächen. Also zumindest habe ich das damals bei der Übung so gemacht. Und ich habe den Zettel immer noch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und jetzt kommt die dritte Frage. Welche meiner Schwächen sind nur auf den ersten Blick eine Schwäche? Und sind vielleicht eigentlich sogar eine Stärke von mir? Und ich will das gar nicht annehmen. Ein Beispiel. Ich hatte ganz lange auf meiner Schwächeseite empathisch stehen. Also, dass ich sehr empathisch und sensibel und empathisch, hatte ich auf meiner Schwächenliste stehen, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, denn ich weiß sehr, sehr wohl, dass ich sehr sensibel bin, emotional und dass ich sehr empathisch bin, dass ich mit Menschen mitfühle, manchmal so, als wären es meine eigenen Gefühle und das ist natürlich für meine eigene persönliche Seelenwelt sehr gefährlich, weil ich dann oft nicht mehr unterscheiden kann, was sind meine Gefühle und was sind meine und was sind die Gefühle des anderen oder der anderen. Und ich habe deswegen sehr lange das als Schwäche deklariert für mich und gedacht, okay, es ist einfach eine Schwäche, dass ich irgendwie, dass es mir dann auch damit nicht gut geht. So. Dann habe ich aber irgendwann
auch während der Übung schon gemerkt, eigentlich ist das ja keine Schwäche, sondern ich bewerte das einfach nur als Schwäche. Also ich bewerte meine empathische Ader und meine sensible Ader als Schwäche, weil ich damit zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil vielleicht Menschen das ausgenutzt haben oder weil mich Menschen dafür kritisiert haben, dass ich so bin und dass ich mal irgendwie mir eine dickere Haut wachsen lassen soll, dass ich mir nicht immer alles so zu Herzen nehmen soll, dass ich, ja, nur die Harten kommen in den Garten und so weiter. Und dann kommen diese ganzen dummen Sprüche, die ich so nervtötend finde mittlerweile. Nur wer hart arbeitet, arbeitet richtig und so. Ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, das anders zu bewerten. Also ich habe diese Schwäche, die ich eigentlich bei den Schwächen, auf der Schwächenseite hatte, auf meine Stärkenliste gepackt. Und zwar aus ganz einfachen Gründen. In meinem Unterricht, wenn ich unterrichte, egal jetzt welche Altersklasse, von klein bis groß, ist diese Empathie unglaublich wertvoll. Ich merke auch sofort im Unterricht, wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin unwohl fühlt, jetzt nicht unbedingt, weil ich was sage, sondern weil der Schüler oder die Schülerin einfach gerade sich unwohl fühlt. Und ich muss oft auch gar nicht nachfragen. Beziehungsweise ich frage natürlich immer höflicherweise, wie geht's dir? Und dann kommt gut und du siehst dem halt einfach von Weitem an, dass es der Person eigentlich nicht gut geht. Und versuche dann demnach auch meinen Unterricht zu verändern, dass ich sage, okay, ich mache jetzt hier nicht irgendwie voll den stressigen Unterricht, wo der viel spielen muss oder die viel spielen muss. Das sind alles so Sachen, die unterbewusst bei mir auch so ein bisschen mitlaufen, dass ich halt einfach gucke, wie geht's der Person gerade und wie kann ich mit der jetzt reden, ohne dass ich jetzt noch zusätzlicher Stress bin. Und das ist ja eigentlich was unfassbar Tolles. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass gerade bei den jüngeren Schülern, ich das sogar als Feedback von den Eltern bekomme, dass sich deswegen die Kinder so bei mir wohlfühlen, weil ich sie halt, ich kann sie auch total verstehen und ich fühle mit, wenn es den Kindern nicht gut geht. Ich habe natürlich ein Riesenproblem damit, dass ich mich abgrenze. Das ist noch ein Thema, was ich noch lange nicht durch habe. Aber grundsätzlich ist das ja was Schönes, weil ich den Unterricht so besser gestalten kann und auch individueller für den Schüler oder die Schülerin. Dasselbe gilt im Gespräch mit Studierenden im Coaching-Bereich, das ich jetzt ja mittlerweile schon mache, dass ich irgendwie Studierende coache in ihrem Selbstmanagement und so weiter. Und dass ich dann da eben auch merke, wenn es dem Studierenden vielleicht gerade mit was nicht so gut geht oder so. Und das ist ja was Tolles. Und es ist eigentlich auch was Schönes, dass ich das bei meinen Freunden kann, dass meine Freunde mir nicht sagen müssen, wenn es ihnen nicht gut geht, sondern ich sehe es halt einfach schon. Und manchmal reicht es einfach nur da zu sein. Ja, und das ist ja eigentlich was Tolles, aber ich habe es ganz lange als Schwäche angesehen. Das als Beispiel. Das heißt, guckt mal über eure Schwächenliste drüber, die ihr jetzt geschrieben habt, ob da vielleicht auch was draufsteht, wo es eigentlich keine Schwäche ist, sondern was ihr nur als Schwäche deklariert habt, weil ihr damit irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht habt, mit dieser Eigenschaft an euch, dass ob eine Stärke ist oder eine Schwäche ist, ist eigentlich nur eine Bewertung. Denn prinzipiell habt ihr einfach Eigenschaften in euch, die entweder vererbt sind oder die einfach auch durch Gewohnheiten entstanden sind. Und ihr habt aber auf jeden Fall eine Persönlichkeitsstruktur, die ist einfach so. Man kann das verändern. Also man kann auch gegen Dinge ankämpfen, die man vielleicht nicht so toll findet an sich. Man kann aber auch Dinge verbessern, die man gut findet an sich und sagt, das möchte ich gerne fördern und da möchte ich irgendwie mich mehr mit beschäftigen. Das ist möglich, aber grundsätzlich sind die Eigenschaften in euch erstmal angelegt. Das heißt, ihr könntet einfach mal sagen, dass ihr diese Stärken und Schwächen für euch mal kurz ausblendet und einfach nur diese Eigenschaften anguckt und überlegt, warum bewerte ich das eigentlich als Stärke? Also wer bewertet das als Stärke? Bewerte ich das als Stärke oder bewertet die Gesellschaft das als Stärke? Die Gesellschaft bewertet es als Stärke, wenn man ehrgeizig und diszipliniert ist und hart arbeitet. Das ist aber vielleicht gleichzeitig eine Schwäche, weil man dann schneller im Burnout landet. Oder weil man damit halt irgendwie nicht lernt, auf sich zu achten. Ihr versteht vielleicht, was ich meine, wenn ich das sage. Also wer bewertet das, dass das eine Stärke ist? Wer bewertet, dass wenn man viel redet, eine Schwäche ist? Habe ich auch ganz lange gedacht. Ich dachte ganz lange, dass ich rede halt viel und gerne und laut und schnell, wenn ich mich nicht drauf konzentriere. Habe ich als Kind schon, braucht nur meine Eltern zu fragen, die können euch ein Lied davon singen. Ich war wie so ein Plappermaul. Ich bin wach geworden und ich war wach und dann ging mein Mund hat unaufhörlich angefangen zu quatschen. Und ich habe ganz lange Zeit in meiner Jugend, in meiner Kindheit und Jugend für mich irgendwie
festgelegt, dass ich viel rede, dass das eine Schwäche ist von mir. Dass ich daran arbeiten muss, dass ich weniger rede. Bullshit. Bullshit. Einfach Bullshit. Ich mache heute einen Podcast. Ich mache Videos. Ich mache Insta-Stories. Ich habe kein Problem, frei zu sprechen. Andere Leute müssen sich das zum Teil skripten, weil die nicht wissen, was sie sagen sollen. Und ich bin einfach Freischnauze und rede drauf los. Nichts, was ihr hier hört, ist von mir vorher aufgeschrieben worden. Nichts. Das Einzige, was ich manchmal mache, ist, mir so 3-4 Stichpunkte zu machen, damit ich nichts vergesse, was ich sagen will. Aber mehr auch nicht. Das heißt, ich laber so, wie mir die Schnute gewachsen ist oder wie der Schnabel mir gewachsen ist, kann man sagen. Und das ist eigentlich eine Stärke von mir. Also ich sehe das heute als Stärke, weil ich könnte sonst diese Sachen wie hier diesen Podcast und all die Dinge, die ich auf Social Media mache und das Coachen und das Unterrichten, das Workshops geben, das könnte ich alles nicht machen. Das bedeutet, es wäre spannend, wenn ihr diese ganzen Eigenschaften, die ihr jetzt aufgeschrieben habt, für Stärken und Schwächen, einfach mal in einen Topf werft und vielleicht guckt, ob ihr die mal neu bewertet. Also schaut euch jede Eigenschaft von euch an, die ihr jetzt dahin geschrieben habt und überlegt euch, ist es wirklich eine Stärke oder ist es eine Schwäche oder ist es vielleicht ein bisschen situationsabhängig und wer bewertet das? Also bin ich diejenige, die diese Bewertung auf diese Eigenschaft gesetzt hat oder waren das Menschen von außen, waren das Lehrer, waren das meine Eltern, waren das meine Geschwister oder waren das Freunde? Oder waren das vielleicht auch die, die nicht die Freunde waren? Viele Eigenschaften, die man selber als Schwäche deklariert, sind Sachen, die, wenn man gemobbt wurde oder wenn man irgendwie schlecht behandelt wurde in der Schule, das sind oft diese Eigenschaften, die man dann unterdrücken möchte, weil man das Gefühl hat, wenn ich die rauslasse, dann mögen mich die Leute nicht. Und das ist natürlich super schade, weil dann vielleicht Eigenschaften unterdrückt werden, die total wertvoll sind für eure Persönlichkeit. Und es geht nicht darum, dass man irgendwie beleidigend oder sowas, also ne, ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Es geht natürlich nicht darum, dass man bösartig ist und dass das jetzt als Eigenschaft einfach toleriert wird und dass man halt gerne Leute transaliert oder so. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, es gibt Eigenschaften, die wir als Schwäche sehen, obwohl sie keine Schwächen sind. Und wir sehen bestimmte Eigenschaften bei anderen Menschen oder bei uns selber als Stärke an, ohne darüber nachzudenken, warum eigentlich? Warum ist das eine Stärke? Wer sagt das? Wer sagt, dass man diszipliniert und ehrgeizig sein muss, um im Leben was zu erreichen? Wer sagt, dass man nicht auch mit sehr viel Kreativität und freigeistmäßig und Ruhe und Langsamkeit etwas erreichen kann? Und ich meine, es gibt genug Beispiele, die das zeigen. Mit stetigen, kontinuierlichen Arbeiten. Nicht unbedingt mit der Ellenbogennummer und mit dem, ich gehe über Leichen, um an die Spitze zu kommen. Ne? Also, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Inspirationen da mitgeben. Und ich kann euch sagen, die Übung hat mir persönlich sehr geholfen. Ich mache sie auch immer mal wieder zwischendurch. Dass ich mir das aufschreibe. Ich meine, mittlerweile bin ich mir meine Eigenschaften sehr bewusst. Auch die, die ich vielleicht nicht so an mir mag, wo ich sage, okay, das versuche ich jetzt eher zu unterdrücken. Aber an manchen Punkten ist vielleicht auch diese Eigenschaft ganz praktisch. Ja? Dass man keine Angst hat vor Autoritätspersonen in meinem Fall. Habe ich keine Angst vor. Ich habe keine Angst, Leuten ins Gesicht zu sagen, ehrlich, was ich denke und direkt. Höflich, respektvoll, aber ehrlich und direkt. Und das zeichnet mich ja dann auch irgendwie aus. Und andere würden das vielleicht aber als waghalsig oder sehr mutig oder was auch immer bezeichnen. Das ist immer eine Eigenschaftsdefinition von jedem, das ein bisschen anders ist. Na? Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle 3. Adventswoche. Wir hören uns nächsten Montag nochmal zum letzten Mal in diesem Jahr mit dem Thema Jahresreflexion, Jahresplanung und wer wie gesagt dabei sein möchte am Samstag um 18 Uhr. Ich freue mich sehr über jeden, der kommen möchte, der zuhören möchte. Ihr braucht eigentlich nur Blatt, Papier und Stift, mehr braucht ihr nicht und gute Laune. Und dann freue ich mich auf ein tolles Webinar und auf die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr am Montag und dann werde ich euch nächste Woche frohe Weihnachten wünschen. Jetzt erstmal eine tolle Woche. Kommt gut durch die Zeit, trotz Lockdown und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Mhm.